Kriege. Raketenwerfer. Mit haftenden Kryo-Jets. Also quasi ein zielverfolgender Raketenwerfer. Mhm. Das Ding könnte man tatsächlich auch mal probieren. Neues Sturmgewehr. Ach, das ist wieder mit Tracker. Das SMG, was ich habe, macht zwar geilen Schaden, aber es schießt extrem langsam. Nee. Es gibt ja auch diese, die dann mit der Zeit schneller werden. Mm-mm. Das habe ich auch erst gedacht, aber nein. Ist hier noch irgendein kleiner Raum? Ist hier irgendwas drin? Nee. Sieht nicht so aus. Raketen? Nee, Raketenwerfer will ich nicht. Raketenwerfer nehme ich halt immer mit wegen Wert schon alleine. Das bringt halt immer gut Kohle. Also mit Geld hatte ich in Borderlands noch nie Probleme. Gut, das stimmt allerdings. Aber ich werde wieder von 1 Million sammeln und sowas, gibt es dann wieder irgendeinen Erfolg. Ja, ich kann noch eine Wächtermarke ausgeben. Dann habe ich wieder eine bekommen. Oh, ich könnte Glück, Häufigkeit seltener Drops. Ist natürlich auch geil. Mhm. Action Skill Abklingzeit. Das klingt Action Skill Abklingzeit, klingt auch nicht schlecht. Hier oben sind friedliche NPCs und ein Mülleimer. Oder nicht ein Mülleimer, eine Mülltonne. Ja. Hyperion Scum. Bitte, bitte. Oh, hier ist eine Tür. Für VIPs, wir sind nur die VIPs. Bitte geh auf. Juhu! Das probiere ich jetzt mal. Also bei mir jetzt nicht. Bei mir jetzt nicht. 66 geben. Bei mir jetzt nicht geklappt. Was ist das? Noch eine Karte oder nicht? Ach, das ist 17 und 4. Oh Gott, ich habe 18. Oh, 18 ist Whisky. Ich stehe mal. Könnte besser sein. Oh, eine 41er, was ist denn das? Eine MP. 10.000 wert. Hui. Ach, du kannst es immer nur einmal spielen an den Automaten, okay. Hm. Hier kannst du Blackjack spielen. Ja, Ass und Ass und 7 ist Hold bei mir immer. Ab 18 mache ich eigentlich konsequent Hold. Bei Ass zählt ja 1 oder 11. Das heißt, du könntest natürlich versuchen, auf dem Blackjack zu spielen. Kannst aber auch einfach sagen, okay, ich gehe auf die 18. Hier oben ist noch so ein Waffenschrank. Oh Gott, was ist denn da? Hier ist ein Kampfbot in einer Kiste, der viel Schaden macht. Ich bräuchte, glaube ich, mal Hilfe. Komm, lock den mal hinter, dann kann ich hier vom Balkon runterschießen. Nee, geht gerade nicht. Wenn ich da hinlaufe, bin ich tot. Sitze, kleiner Badass. Hier, guck dir mal meine Pistole an. Boing, 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 boing. Und die explodieren zum Schluss. Sag mal, fällt denn das Ding aus? Jetzt bräuchte man Säurewaffen. Michael, du stehst da ungünstig. Sag mal. Ich muss erst mal Munition sammeln. Der hat mich ja jetzt gerade richtig böse viel Munition gekostet. Auch das Ding sieht geil aus.
So, wo müssen wir eigentlich hin? Hier geradeaus. Das sind so Säuregranaten. Ja, ich muss jetzt nur kurz mal hier ein paar Kisten aufmachen. Weil ich hier so drüben ist noch ein Waffenschrank. Snipper-Reifel. Oh, das ist bei mir eine epische Schrotflinte. 1083x2. 9 Schuss im Magazin. Achso, das ist Level 41. Für Level 40 ist die, die ich hier habe. Bei mir sind alle Waffen da drin für Level 41. Die könnte ich mal nehmen. Ach, das ist wieder so eine Granatenwerfer-Schrot. Ah, egal. Testen wir mal. Okay, hier unten kommen mehr Gegner. Etwas Hilfe, ich sitze fest! Ich hab alle Zeit. Wahrscheinlich ein Hansen-Check-Roboter. Alle Zeit damit. So, bist du bereit? Jojo, los geht's. Achtung, Exploder! Ach, die gibt's ja auch noch. Nicht der Kompass. Ne, der dubiose Händler, der gehört zu uns, glaube ich. Ja, ja. Sieht so aus. Oh, Explorer. Guck mal, ob ich hier von oben irgendwie ein bisschen runterschieben kann. Von hinten irgendwie an den Bot rankomme. So, Bot ist zerstört. Das ist natürlich eine gute Idee aus der Treppe, wo sie schon alle beieinander stehen. Und schön rein in den Haus. So, jetzt gehen wir wieder hier oben in Deckung. Ja, ich schieße ein bisschen hier Haftgranaten. Sammeln sich alle schön da unten. Achso, da kommt einer hoch. Yep. Der ist gut geplatzt. Ja! Ausführung.exe wird ausgeführt. Nein. Säure Haftgranaten ist richtig. Oh Gott. Du stehst gerade mitten dazwischen. Ja, notfalls lass mich liegen. Niemand wird zurückgelassen. Schneller. Jawohl, Ma'am! Sorry, Macht der Gewohnheit. Säureangriffe werde ich eingesetzt. Nein, meine Schaltkreise. Schaltfähigkeitsprotokolle. Korrosionsbewaffnung. Aua! Die Bots machen ganz guten Schaden. Warte. Schaff nicht. Naja, ich muss mich auch die ganze Zeit schön in Bewegung behalten. Korrosion geht aber ganz gut gegen die. Oh Gott, warum spawn ich denn hier direkt vor Gegnern und der kann mich angreifen, bevor ich... Der ist wohl ein Spawn. Der hat mich schon halb tot gemacht, bevor ich gespawnt bin. Na toll. Und zurückschießen konnte. Ich hab locker 10 Magazine jetzt für so einen Bot gebraucht. Bitte helft mir! Ich hab irgendwas Episches dann auch. Was haben wir hier schön? Oh, hier ist so eine Dingswaffe. Ah, die braucht 2 Schuss pro Minute. Nee. Eine Epic Sniper. Verbraucht 2 Schuss, aber 9 Dings. Aber das ist so eine Aufladesniper. Nee, das ist. Ja doch, die machen eigentlich ganz gut Schaden.
Ja, das stimmt, aber das ist irgendwie nicht so meine Waffengattung. Schönere Waffengattung. So, ich guck mal von hier, was so auf uns zukommt. Ah, das sind nochmal etliche Gegner. Auch wieder irgendwelche Minis. Etwas Hilfe, ich sitze fest! So ein Gartenzwerg. Oh, Eis ist gut gegen die. Ja, und meine Explosion hier auch. Dafür brauche ich erstmal Schrotmuni wieder. Oh, kann mich irgendjemand hören? Was denn? Oh, Rasentor, was auch immer. Und ich habe auch noch ein Schild. Jetzt ist es weg. Immer drauf. Alter, hält der viel aus. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, was der für HP hat. Ja, aber wie war das? Ich glaube, 1000-fach erhöhte HP haben die Gegner hier. Fühlt sich gut an. Aber der ist recht langsam, den kannst du ausweichen die ganze Zeit. Yep. Diente einer höheren Macht! Irgendwo da hinten ist noch ein Gegner.